Guten Morgen und herzlich willkommen zum Traders Talk Morning Meeting. Mein Name ist Matthias Neumann. Wir haben heute den Montag, den 27. August 2018, und wir wollen mal schauen, was gewesen ist, beziehungsweise was wir von der Vorbereitung heute aus haben. Dabei springen wir direkt rüber. Und zwar geht es darum, dass wir heute um 10 Uhr den IFO-Geschäftsklimaindex anliegen haben. Der kurz IFO-Geschäftsklimaindex basiert auf einer Lesung von einer Umfrage von 7.000 Unternehmen, die gefragt werden, was die Prognose für den Euroraum angeht. Und dabei ist es so, dass wir kurz gefasst einfach bei der Punkteanzahl, die steigt, eine bullische Vorgabe haben, sprich positiv. Und wenn die Punkteanzahl fällt aufgrund dieser Lesung, dann haben wir eine negative Vorgabe bzw. negative Prognose, und das ist bearish. Das, was uns das sagt, ist einmal, dass um 10 Uhr wir, wenn wir damit überhaupt nicht zurechtkommen, auf jeden Fall uns aus dem Markt herausnehmen sollten, keine Positionierung, und einfach mal an der Seitenlinie stehen sollten, um zu sehen, was da passiert. Ansonsten, wenn man sich darauf vorbereiten möchte, dann muss man einfach in der Historie mal reinschauen und dann lernen bzw. systematisch vorgehen, damit umgehen zu können. Einen kurzen Einblick dazu geben wir dann jetzt mal darüber, dass wir sagen, wir schauen uns den Mai an. Das heißt, am 25. Mai kamen ja auch schon mal monatlich diese Zahlen raus. Und was ist dort passiert? Da lag es da so aus, dass wir eine Prognose hatten von 102,7, und die Herausgabe sagte 102,2. Das ist negativ, und das sehen wir dann auch. Da ist der Fall, das war 10 Uhr, und dann ist der Kurs gefallen. Und was ist dann passiert? Dann ist der Kurs für den Rest des Tages gestiegen. Okay, worauf basiert das? Die Prognose war besser als die Herausgabe. Die erste Kursreaktion war negativ, wo ich sage ich mal, dieses Dump Money war negativ. Und dann haben alle sich besinnt und haben gesehen, boah, aber in dem Trend selber, 102,1 war der vorherige Wert, und jetzt 102,2, das ist doch positiv. Und dann sehen wir die Implementierung im Kurs, eben dass der Trend nach oben ging und wir das Positive implementiert haben. Dazu nehmen wir dann jetzt nochmal den Juli. Im Juli ist es so gewesen, die Nachrichten bzw. die Ho Prognose ist so gewesen, dass wir 101,6 hatten als Prognose. Heraus kam 101,7, was ja gut ist. Und wir sehen auch nach 10 Uhr, dass in den nächsten Folgekerzen, sprich, dass jetzt ja in einem Minutenchart der Kurs gestiegen ist um 15 Punkte, aber danach für den Rest des Tages gefallen ist, beziehungsweise noch weiter gefallen ist, auch die anderen Tage. Was ist passiert? Erste Reaktion positiv, das heißt, wir sind besser herausgekommen, als die Prognose war. Und danach, oh, Implementierung des Preises, wie ist der Trend gewesen? Der vorherige Wert war 101,8, und jetzt sind wir schlechter, das ist negativ. Also für den Euroraum negativ. Und das Ganze wird implementiert mit fallenden Kursen. Das ist das, was wir an Fakten haben. Das heißt, wo wir uns entlanghangeln müssen, wenn wir so etwas handeln wollen, beziehungsweise darauf eingehen wollen. Jetzt wieder zurück zu unserem Wert. Das heißt, einen Moment. 10 Uhr kommen die Nachrichten raus. Vorgabe ist 101,9. Wir erwarten jetzt aufgrund der Historie, die wir gerade gesehen haben, die erste Reaktion aufgrund der Prognose und die zweite Reaktion aufgrund der Vorhersage, beziehungsweise wie ist der Trend. Das heißt, schlechter und besser als schlechter als 101,9, der Kurs fällt kurzzeitig. Schlechter als 101,7, der Trend bleibt weiterhin short. Wenn der Kurs über 101,9 ist, dann wird das kurzzeitig eine positive Reaktion geben. Und wenn der Kurs über 101,7 bleibt, dann bleibt die Reaktion auch positiv. Das sei noch dazu angesagt. Okay, so viel zu der Vorbereitung auf die 10 Uhr. Ansonsten halten wir uns da aus dem Markt einfach raus. So, das nächste ist dann jetzt noch mal ganz kurz auf den technischen Chart. Da sehen wir jetzt hier den 1-Stunden-Chart. Da habe ich rote Trendlinien eingezeichnet, die letztendlich für mein Auge einfach nur eine Erleichterung bieten. Das heißt, ich handle keine Trends, sondern wenn überhaupt nur horizontale Linien, weil die Trends, die je nachdem, was das für ein Zeitrahmen ist, natürlich verschoben werden, und die horizontalen Linien, wenn die gut und markant sind, sieht jeder in jedem Zeitrahmen. Da möchte ich nochmal darauf sehen, dass ich auf das Volumen achte und damit eben wichtige Level festlege. Und da sehen wir dann hier auf der Unterseite, dass wir hier 20.000 Kontrakte in einer Stunde umgelegt haben.
in diesem Bereich und dann sehen wir auch in der nächsten Zeit, wie dieser Bereich gehalten hat. Dann haben wir diesen Bereich wieder gebrochen mit viel Volumen. Der markante Bereich ist dann nach unten gebrochen. Das heißt, wir können hier schon mal festlegen. Copy paste. Dass wir von einem markanten Level reden. Dann hier haben wir nochmal gesehen, das Bruchlevel, das wir hier festgelegt haben, wurde hier nochmal gehandelt mit viel Volumen gebrochen. Das heißt, wir haben da wieder, dort wieder ein markantes Level, was wir auch hier festgelegt haben. Ansonsten in dem weiteren Verlauf haben wir nur gesehen, dass hier unten viel absorbiert wurde. Das heißt, viel Verkaufsdruck drauf war und der Kurs ist nicht weiter gefallen. Deswegen habe ich das Ganze hier auch als markantes Level gekennzeichnet. Und das war es schon aufgrund basierend von dem Volumen. Wie sieht das Ganze dann aus im Verlauf? Da sehen wir, dass wir von der letzten Bewegung, das heißt das Bewegungshoch, dass wir bei der 12.880 sehen, bis hier unten bis zum Bewegungstief bei 12.105 und Fibonacci eingelegt haben und wir jetzt in der vergangenen Woche kaum über das 38er% Retracement hinausgekommen sind. Das heißt, das Ganze ist immer noch sehr bearish. In der laufenden Woche ist es dann so gewesen, vom Bewegungstief, was wir hier unten festgelegt haben, bis zum Bewegungshoch, sind wir gar nicht mehr unter die 38% dieser Bewegung gefallen. Das heißt, das ist immer noch sehr bullish. Somit übergeordnet Short-Trend, aber nach oben kann noch mehr kommen, weil die 38% nach unten hin nicht herausgenommen wurden. Und das ist normalerweise im kurzfristigen Trend immer noch positiv bzw. trendlastig. Mal schauen, ob wir hier nach oben noch die 50% herausnehmen, das heißt dieses Bruchlevel, was wir hier haben, nochmal testen bis dahin. Und technisch gesagt, aufgrund von Fibonacci ist es so, dass ich immer noch, solange wir unter der 12.490 bleiben, immer noch einen Short-Trend bleiben. Okay, wie gehe ich dann vor anhand der Daten, die wir hier sehen? Da habe ich schon mal gesagt, dass ich die Marktauktion handle bzw. danach mich richte. Und da sieht es nun mal so aus, dass wir hier einen regen Handel stattfanden mit einem Mietpreis, der fair ist. Dann irgendwann der Preis nicht mehr als fair von irgendeiner Seite erachtet wird. Der Kurs ist auf eine neue Aktionssuche, sprich Liquiditätssuche, hat den hier gefunden, reger Handel, dann wieder unfairer Preis, neue Suche, fairer Preis, neue Suche, fairer Preis. Diesmal in eine andere Richtung, neue Suche, fairer Preis, Handel. So sieht das Ganze aus im Moment, deswegen von der Vorgabe her, die wir jetzt hier haben, wir haben hier einen fairen Preis, der wird gehandelt mit zu teuren Preisen und zu billigen Preisen und in der Mitte regen Handel beim fairen Preis. Wenn wir uns das angucken, liegt bei 12.380 der faire Preis, der Minpreis. Ansonsten müssen wir einfach sagen, dass in diesem Bereich die Vorgabe ist, von außen nach innen zu handeln, das heißt von Range-Handel sprechen wir dort. Und das schauen wir uns dann mal im Detail an. Das ist jetzt mein TPO-Chart, das heißt Market Profile-Chart. Und da sehen wir, ups, einen Moment, so. Da sehen wir hier auf der rechten Seite das Volumenprofil, beziehungsweise das, was an Volumen pro Level umgesetzt wurde für den ganzen laufenden Kontrakt. Und ist hier schön zu sehen in der Mitte, um die 380, dass dort am meisten gehandelt wurde und damit dort der faire Handel stattfand und das ist ein angenommener Preis. Sobald wir uns darunter bewegen, zwischen 360 und 398 nach oben, ist es so, dass wir jedes Mal hier Single Prints haben, das heißt der Kurs hat dort sehr kurz verweilt und wir sehen hier an dem laufenden Tag immer, dass dort an diesen Legs, an diesen Beinen kaum Volumen umgesetzt wurde, im Gegensatz zu diesen Bäuchen, die wir hier in der Mitte sehen, genauso hier oben auch. Da hatten wir einmal am Freitag jetzt hier den Versuch, hier oben Volumen aufzubauen, den Ausbruch zu handeln, aber das wurde dann rejected, das heißt der Preis wurde nicht angenommen und wir sind sofort in die Range gefallen und haben die Range dann auch nach unten wieder durchgehandelt. Hier sieht man das, Preis nach oben, ein bisschen Volumen wurde gehandelt, wir sind unter dieses Level gefallen, wieder in die Zone und die wurde dann wieder angenommen und gehandelt. Das ist jetzt auch die Vorgabe für morgen, beziehungsweise heute für den laufenden Tag und deswegen hier unten suchen wir Longs, dort oben suchen wir Shorts. Ansonsten ändert sich das ganze Spiel erst, wenn wir Volumen darüber bzw. darunter bilden bzw. auf diesem Preislevel uns bewegen und wir sehen, okay, wir sehen das, das heißt nicht jetzt Reaktion, Kurzschluss, sondern wir sehen, der Preis wird akzeptiert. Wenn wir heute eröffnen,
Und zwar in der Range ist es vom Market Profile her so, dass dieser Preis angenommen wird. Wir gehen von der Range aus. Wenn wir außerhalb der Range eröffnen, schauen wir, wie das Rücksetzerlevel auf diese Zonen ist. Wird das rejected, das heißt, wird das gekauft, gehen wir davon aus, dass wir vielleicht einen Trend nach oben haben und dann ein neues Preislevel suchen. Gut, so viel dazu. Range Tag, High Low 390, 398, Low Value Area 375, 360 in dem Bereich, darunter alles Kauflevel, darüber Verkaufslevel, und erst wenn wir uns darüber oder drunter etablieren, dann können wir davon ausgehen, dass vielleicht der Versuch gestartet wird, ein neues Level zu suchen. Okay, so viel dazu von meiner Seite, ansonsten sehen wir uns gleich.